Wir gucken dann mal. Thema Berufsunfähigkeit, das ist das schlimmste Thema, das ist am schwierigsten zu regeln. Die Existenz des Ausscheidenden hängt daran. Der wird in der Anstellung sicherlich keinen Job mehr finden. Übrigens ein großer Vorteil auch der Selbstständigkeit, finde ich. Als Berufsunfähiger, zumindest nach den Kriterien der privaten Berufsunfähigkeitsversicherer, kann ich in der Gesellschaft immer noch weiter arbeiten, auch wenn ich vielleicht nur noch 3-4 Stunden am Tag arbeiten kann. Mhm. Ein Arzt, der so schwer erkrankt ist, dass er mehr als 50% BU ist, der wird in der freien Wirtschaft, im Krankenhaus, in der Praxis keine Anstellung mehr finden. Mhm. Mhm. Also da in der Selbstständigkeit sehr viel länger in der Lage, noch mein eigenes Geld zu verdienen. Sofort ein ganz wichtiger Tipp, schreibe ich sofort auf, Mut machen für die Selbstständigkeit, dass ich selbst als Arzt, also dass ich auch als Arzt noch dann weiterarbeiten kann, wenn ich berufsunfähig bin im Sinne von der privaten Wirtschaft. Denn auch da kann ich so ein bisschen meinen Spielraum mehr selbst bestimmen, wenn ich das vorher vielleicht. Ja, genau. Also es ist zwar immer noch ein scheiß Thema, ja. aber es ist in der Situation besser beherrschbar vielleicht als in Anstellung. Das okay. muss man vielleicht so feststellen. Naja, und wie man dann im Falle der Berufsunfähigkeit das Ganze regelt und wie man da dann auseinanderkommt, das ist auch sehr schwierig und hängt davon ab, wie die auch zusammenarbeiten. Sind das, ich habe Mandanten, die haben gemeinsam Examen gemacht, die haben auch eine persönliche Ebene, sehen das als Risikogemeinschaft. Oder ist es eine rein geschäftsmäßige Ebene? Da muss ich das sicherlich wieder anders beurteilen. Ja. Das sind so Fragen, die man stellen. Jetzt habe ich bis jetzt ja über die Zweiergemeinschaft gesprochen. Ich kann mir vorstellen, je mehr Gesellschafter hinzukommen, umso komplexer wird das Thema und umso mehr muss man eben auch die Gemeinschaft vielleicht schützen. Also das Thema ist ja nicht nur bezogen auf Personen zu regeln, sondern eben auch auf die Gemeinschaft. Denn ich sag mal, wenn jemand aus der Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise ein Problem hat, sich was zu Schulden kommen lässt, ein Haftungsthema ist, auch das betrifft ja die Gemeinschaft und auch da ist der Gemeinschaftspraxisvertrag sicherlich ja auch wieder eine gute Klammer, um Dinge zu regeln. Also der Vertrag, der macht häufig erstmal so ein bisschen Angst und schreckt ab, weil er sehr formal ist und weil er auch Sanktionen vorsieht für bestimmte Fälle und man will doch eigentlich nicht über Sanktionen und Strafe sprechen, sondern über Chancen, das sehe ich alles vollkommen ein, aber es ist halt so, wenn man dann in die Situation kommt, dann muss ich den Vertrag haben und muss einen Leitfaden haben, an dem ich mich orientieren kann. Und dann führt das dazu, dass ich weniger Streit habe, nicht mehr. Der Vertrag, an dem nichts geregelt ist, der provoziert am meisten Streit. Ja, genau. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Jetzt nochmal zum Schutz der Gemeinschaft. Da kommen wir so ein bisschen zu dem Einstiegsthema, was wir vorhin ja noch genannt haben. Also was hat denn meine Ehe, mein Partner damit zu tun, wenn ich in eine Gemeinschaft einsteige? Das ist ja schon ein besonderes Thema und wahrscheinlich auch nicht für eine größere Gemeinschaft oder für eine neu gründende Gemeinschaft immer so leicht zu regeln. Also das liegt daran, dass das Thema Ehevertrag, das dann dahinter steht, immer ja auch ein bisschen emotional ist. Also für die meisten zumindest. Mhm. Die können das einfach nur ganz geschäftsmäßig betrachten, sondern man muss es mit dem Partner kommunizieren und über einen Ehevertrag zu sprechen, ist nicht so einfach. Warum müssen wir über einen Ehevertrag oder warum empfehlen wir aus betriebswirtschaftlichen und juristischen Gründen, einen Ehevertrag heutzutage zu schließen? Das liegt an der sogenannten Zugewinngemeinschaft. Wenn ich im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebe, was also die allermeisten tun, die heiraten, die vereinbaren keinen besonderen Güterstand, dann lebe ich in dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, wir gucken, wie viel hatten die Partner bei Beginn der Ehe. Und ich mache jetzt mal ein einfaches Beispiel. Beide kommen aus der Berufsausbildung oder zu Beginn der Ehe hat keiner was. Ja? Also beide haben kein Vermögen. Jetzt macht die Frau eine Praxis auf, die entwickelt sich toll und der Mann bleibt zu Hause und hütet die Kinder. Mhm. Nach 20 Jahren trennen die sich und es gibt außer der Praxis kein weiteres Vermögen. Alles andere wurde verlebt, um das jetzt mal als Beispiel einfacher zu halten. Jetzt kommt ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständige für die Bewertung von Arztpraxen und schaut, wie viel ist denn diese Praxis der Ehefrau wert. Und da
muss ich damit rechnen, dass er nicht schaut, wie viel wird da am Markt für bezahlt, sondern dass er eben halt bestimmte Bewertungsmethodiken, die auch gerichtlich abgesichert sind, dann anwendet. Und das führt dann dazu, in dem Beispiel, dass die Praxis 500.000 Euro wert ist. Jetzt müsste die Frau an den Mann als Ausgleich, als Zugewinnausgleich 250.000 Euro bezahlen. In dem Beispiel, wunderbar fair, der eine hat sich ums Berufliche gekümmert, der andere um die Familie. Das, was dann gemeinsam erwirtschaftet wurde in der Zeit, soll durch zwei geteilt werden. Okay, jetzt erweitern wir das um den Praxispartner. Jetzt passiert das also nicht mir, dass meine Ehe nach 20 Jahren geschieden wird, sondern meinem Kollegen. Und der müsste, um in dem Beispiel zu bleiben, 250.000 Euro an seinen Kollegen auszahlen, an seine Ehefrau auszahlen, als Gewinnausgleich. Die hat er aber nicht. Das Geld ist weg. Mhm. Wofür auch immer. Vielleicht auch mit einem Grund dafür, dass die Ehe geschieden wird. Ist ja ganz egal. Auf jeden Fall, die Ehefrau ist hocherzürnt. Und was macht sie? Sie vollstreckt in das Praxisvermögen, okay, in den Gesellschaftsanteil des Partners. Mhm. Und das kann jetzt bedeuten, im schlimmsten Fall, ich habe also die Ehepartnerin, den Ehepartner mit in der Praxis, oder der Ehepartner und die Ehepartnerin sagt, wir müssen die Praxis jetzt verkaufen, damit ich meine 52.000 Euro bekomme. Mhm. Das ist natürlich etwas, jetzt riskiere ich dadurch, dass die Ehe des Kollegen geschieden wird, dass meine eigene Existenz dadurch gefährdet wird. Und so, finde ich, kann man es auch zu Hause erklären. Ich sage das meinem Mann dann immer, sie müssen zu Hause sagen, also Schatz, bei uns mache ich mir eigentlich, nicht eigentlich, also eigentlich lässt man besser auch noch weg, bei uns mache ich mir keine Sorgen. Aber bei meinem Kollegen muss ich ganz ehrlich sagen, der hat im Studium und so weiter. Also, und wenn ich von dem gerne einen Ehevertrag hätte, dann ist es leider so, müssen wir auch einen machen, zum Schutze der Praxis. Und es sollte übrigens nicht so sein, dass das irgendwie etwas, wo jetzt einfach nur einem Teil etwas genommen wird, dem Ehepartner. Dafür kann man Ausgleiche schaffen, man kann darüber sprechen, ob irgendwie ja, sonstiges Vermögen da ist. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu bevorteilen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, kann man es auch wirklich ein bisschen ansprechen. Also ich sehe, der Rechtsanwalt ist nicht nur Praxisberater, sondern auch gleichzeitig noch Eheberater. Also ja, wie man das taktisch gut verpacken kann, das erfährt man also auch in einem solchen Gespräch. Aber ich glaube, nochmal ganz wichtig auch zu erfahren, dass es eben darum geht, die Praxis abzusichern, die Gemeinschaft abzusichern und beide oder mehrere Partner darin abzusichern. Deshalb kann man es auch gut innerhalb der Partnerschaft erklären, erläutern. Aber eben auch wichtig, dass man einen Ausgleich schafft oder einen schaffen kann, nämlich zu sagen, pass mal auf, wir können ja andere Dinge regeln, wenn es darum geht, dass man vielleicht keinen Ehevertrag vorher gemacht hat, dann gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, Versicherungsmöglichkeiten, Lösungen, die man gleichzeitig ansparen kann und so weiter und so weiter. Da gibt es also verschiedene Wege, das ist ein toller Hinweis, um auch dieses Thema entspannter anzugehen, also nicht nur, ja, nicht nur für die Praxis, sondern auch in der eigenen Beziehung irgendwie entspannter. Genau, nicht, dass der Eindruck entsteht, nach 20 Jahren Ehe, wir müssen jetzt mal über einen Ehevertrag sprechen, das genau, wirkt ja auch komisch. Ja. Also es war nie ein Thema, nach 20 Jahren sagt man, jetzt müssen wir über einen Ehevertrag sprechen, da kann man Ausgleiche schaffen. Ja, genau, zumal es ja letztendlich auch nur um diesen einen Punkt geht, das kann ja, das alles andere kann ja ganz... Das andere bleibt außen vor. Ja, genau. Jetzt haben wir noch eigentlich noch ganz viele andere Dinge, die diesen Gemeinschaftspraxisvertrag betreffen. Wir haben ja immer so eine halbe Stunde, wo wir sagen, das wollen wir auch einhalten, damit das Interview nicht zu lang wird. Also es gibt noch ganz viele Sachen. Wir haben die Checkliste angesprochen über diesen Gemeinschaftspraxisvertrag, die wir zur Verfügung stellen. Ich weiß aber auch, eure Kanzlei bietet ganz viele Möglichkeiten, mal zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dem Thema. Ihr habt einen Download-Service für einige Dinge. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Ja, also wir wollen so einen, wir nennen es mal Erste-Hilfe-Koffer bei uns auf der Homepage einstellen, wo wir verschiedene Dokumente, also Mustererklärungen, ich sag mal von der Kündigungserklärung bis hin zum eventuell Elternzeit oder. Also ja, da gibt es wirklich... Du hast mal gesagt, glaube ich, auch so Vertragskonstellation, Arbeitsverträge für Helferinnen. So Arbeitsverträge für Helferinnen, wo wir sagen, also das ist schon mal eine Orientierung, da könnte also vielleicht mal mitarbeiten. Das wollen wir alles, oder das haben wir teilweise auch schon in diesem Erste-Hilfe-Koffer bei uns auf der Seite eingestellt. Und daraus kann man dann... Auf jeden Fall einen Link in die Shownotes für alle, die Interesse haben, dann einfach mal draufklicken und dann die Verlinkung auf die Seite bringen. Ihr macht eigene Veranstaltungen auch für Kunden, für Ärzte, die sich mit euch in Verbindung setzen wollen? Sehr, sehr viel. Also wir sind vortragsmäßig schwer unterwegs, alle Anwälte zu allen möglichen Themen. Im Moment
treibt uns das Thema Datenschutz um, 25.05. Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Aber eben halt auch zu diesem Thema Niederlassung, Verträge, gibt es immer wieder Seminare, die man bei uns in der Kanzlei oder auch mit Kooperationspartnern wie euch dann besuchen kann. Da lohnt sich sicherlich auch mal zu schauen, weil auf unserem Blog, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal gesagt habe, Arzt und Zahnarztrecht, www.arzt und Zahnarztrecht, da findet man also aktuelle Inhalte, was Neues im Medizinrecht, aber auch Veranstaltungshinweise. Wenn wir dann mal wieder ein größeres Seminar irgendwie planen, zum Beispiel zum Datenschutz, dann kann man da schauen, wann das nächste ansteht und sich gegebenenfalls dafür. Ja, allein zum Thema neu eintretende Datenschutzgrundverordnung könnten wir wahrscheinlich noch 3 Podcasts. Oh, ja. Ja, 25.05. auf jeden Fall für jeden Arzt, für jede eigene Praxis total wichtig, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also von daher, wenn jetzt aktuelle Fragen sind, weil wenn wir den Podcast aufnehmen, haben wir, glaube ich, noch 10 Tage bis zur Datenschutzgrundverordnung. Wahrscheinlich, wenn er erscheint, ist sie gerade auch in Kraft getreten. Aber die Hinweise einfach an die Kanzlei in Münster werden, wie gesagt, die Verlinkung machen wir unten rein. Wir haben noch eine Sache, die wir unseren Zuhörern und Zuschauern mit auf den Weg geben wollen. Du hast gesagt, das erste Beratungsgespräch, also die ersten Informationen kann man sich bei dir einfach mal abholen. Also ein ganz, ganz toller Mehrwert hier zu sagen, ich stelle mich mal zur Verfügung, vielleicht telefonisch fürs erste Gespräch und erste Kontaktaufnahme oder auch mal für eine Frage, die vielleicht jetzt gerade ganz aktuell unter den Nägeln brennt. Also Herr Papendorf steht gerne zur Verfügung, finde ich toll. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Zum Schluss machen wir immer so ein bisschen. Vielleicht sind die Mandanten dann so nett und sagen, dass sie also uns beide bei Business Talk gesehen haben, damit ich nicht als erstes, wenn ich den Hörer abhebe, auf die Uhr haue. Okay, das ist ein guter Hinweis. Auf jeden Fall das Thema Business Talk einmal mit erwähnen und dann bist du im Bilde. Da läuft es. Ja. Gibt es sonst noch was du zu abschließend noch zu dem Thema Gemeinschaftspraxisvertrag nochmal sagen willst? Also wie gesagt, es gibt so viel dazu zu sagen, wenn individuelle Fragen sind, dann keine Angst, mal einfach anrufen, dann höre ich mir das an, dann gucke ich, in welche Richtung das geht, ob das mit einem Stellenhinweis getan ist oder ob man sich mal zusammensetzen müsste, auch die Möglichkeit besteht ja. Und alles andere, glaube ich, wie gesagt, muss man individuell besprechen. Okay, dann kommen wir so zum Abschluss unseres Podcast-Interviews nochmal zu unseren Fragen zum Schluss. Mich interessiert deine Sicht zum Thema Medizin der Zukunft, beziehungsweise Zukunft der Medizin, also beide Seiten mal zu überlegen, wohin geht das Ganze und was ist aus deiner Sicht wichtig für einen Arzt, der in Zukunft in der eigenen Praxis unterwegs ist? Ich glaube, dass die Liberalisierung, die es da in den letzten Jahren gegeben hat, ein ganz wichtiger Faktor ist. Das fängt beim Werberecht an, Facebook, Twitter und Co. und was ich ansonsten noch anzeigen, Fernsehwerbung, da sind mir fast keine Grenzen mehr gesetzt. Mhm. Also dieses Thema Liberalisierung auch des Werberechts bis hin zum Thema E-Health, Digital Health, jetzt auf Bundesärztetag, Fernbehandlungsverbot gefallen, wird sicherlich Auswirkungen haben in der Praxis. Wenn ich mir jetzt schon anschaue, dass es Wettbewerber gibt wie Dr. Ed in England, heute übers Internet alles überhaupt kein Problem, Online-Sprechstunde und danach das Rezept nach 10 Minuten per E-Mail im Postfach. Das sind schon neue Wege, die da gegangen werden. Und ich glaube, damit muss man sich als junger Kollege beschäftigen. Mhm. Das, was mein Vater gemacht hat, der auch, also Zahnarzt, kein richtiger Arzt. Gut, dass er das nicht gehört hat, ja. Ich hoffe, wir gucken heute nur Ärzte. Nein, also dass man sich ein Schild an die Tür macht und das war's und dann kommen die Patienten und dann funktioniert alles. Das kann natürlich auch im ländlichen Bereich, wo die Patienten keine Wahl haben, immer noch funktionieren. Mhm. Aber diese neuen Wege, die sollte ich auf dem Schirm haben und die sind ja auch spannend. Also Videosprechstunde und so weiter, das kann ja mich im Alltag auch enorm entlasten, wenn ich nicht immer 50 Leute im Sprechzimmer sitzen habe, die alle mit den Hufen scharen, sondern das hinterher per Videosprechstunde abarbeiten kann. Ich finde, das ist eine tolle Lösung. Ja, sehe ich auch so absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Weg hin für die Zukunft. Wir hatten das schon mal angesprochen, das Thema auch des Personal Brandings der Arztpraxis. Also
wohin entwickelt sich meine Praxis und ich als Arzt letztendlich auch, denn wie lange dieses System, was wir jetzt noch haben mit den mit Budgets, mit den ich kann eben nur eine Praxis dann als Arzt übernehmen, wenn irgendwo anders in einem gesperrten Gebiet eine abgegeben wird, wer weiß, wie lange dieses System im standesrechtlichen Bereich so noch existieren wird. Und vielleicht macht es mal Sinn, wie viele Privatpraxen das ja auch schon tun, sich Gedanken zu machen darüber, wie trete ich nach außen auf und welche für welche Marke stehe ich als Arzt oder als Gemeinschaft. Da spielt das Thema Digitalisierung, E-Health, wie du es ja gerade auch gesagt hast, sicherlich hat eine große Bedeutung, was das angeht. Gebe ich dir absolut recht. Gibt es noch einen Tipp für junge Mediziner so in der Niederlassung oder kurz vor der Niederlassung, wo du sagen würdest, das ist noch was wichtig ist? Ja, also ich glaube wirklich, es gibt unheimlich breites Angebot an Informationsmöglichkeiten. Und das sollte ich wahrnehmen. Also auch die KV, will ich übrigens sagen, ist da mittlerweile durchaus ganz gut aufgestellt. Es gibt da so... richtig, sehe ich auch so, ja. Mhm. Niederlassungsberater und Begleiter, die auch wirklich gut sind und da auch helfen wollen. Mhm. Und ansonsten Veranstaltungen besuchen, auf denen dieses Thema Gründung, warum gründen, wie gründe ich erfolgreich, ja, da muss ich hin. Also da treffe ich dann auch die Leute, die ähnlich ticken, die auch Ideen haben und mit denen ich mich austauschen kann. Es geht nicht nur um das Treffen oder zu hören, was der da oben auf der Bühne erzählt, sondern es geht auch um den Austausch mit den Kollegen. Wie macht ihr das? Wie seht ihr das? Welche Wege geht ihr? Das ist, glaube ich, das, was am meisten bringt. Und diejenigen jungen Praxen, die wir oder die ich begleite, die so rangehen an das Thema, die sind auch alle erfolgreich. Ja. Ist keiner vor die Wand gefahren. Kenne ich keinen einzigen Fall. Die Praxen, die vor die Wand fahren, die fahren später vor die Wand, weil sie privat ein zu großes Rad gedreht haben oder sonstige Probleme in die Praxis beitragen. Es liegt nicht an der Praxis. Daran liegt es nicht. Okay. Eigentlich ein schöner Abschlusssatz, dass es daran nie liegen kann und dass es ja auch sehr viel Mut macht für den Arzt wieder in der Zukunft. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle schon, ohne das Datum zu nennen, wir werden Ende des Jahres nochmal eine Veranstaltung dazu ins Leben rufen oder haben die schon ins Leben gerufen, wo wir noch ein bisschen in der Planung sind gerade. Das wird so Mitte, Ende November stattfinden. Wir wollen das Startup Praxis nennen, wo wir ja so ein bisschen mal dieses moderne Thema Medizin aufgreifen, zusammen mit dem Björn Pappendorf zusammen und mit einigen anderen kompetenten Menschen eine ganz neue Form der Veranstaltung. Lassen sich überraschen, das wird richtig toll, wir haben da riesen Spaß dran, da wird richtig was bei los sein, wir haben auch ein großes Podium dazu, aber dazu an anderer Stelle später mehr. Letzte Frage zum Schluss, ich bin immer daran interessiert, wen können wir hier noch hinholen, wo können wir noch mehr Content bieten, wo können wir noch mehr Informationen raushauen, weil ganz früher war es ja so, dass man nie wusste, wo bekommt man die Informationen her. Heute muss man nur ins Internet gehen, Google bedienen und schon hat man alle Informationen. Da ist immer so wichtig, wo kriegt man denn von guten, kompetenten Menschen diese Informationen her, die einem wirklich weiterhelfen können. Deshalb bin ich sehr interessiert, von dir eine Empfehlung zu bekommen. Wen sollen wir hier noch in den Podcast einladen? Vor allem, wenn ich im Internet schaue, kriege ich das auch alles so ungefiltert. Und ich kann nie bewerten, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich da sehe. Also das, was man jetzt hier sieht, das ist gut, aber anderen Stelle, da ist das vielleicht auch ausgewählt alles. Mit anderen Hintergedanken getragen und so weiter. Also, das ist... ich sag mal so, natürlich Thema Marketing, wie positioniere ich mich da an der Stelle, da kann man gar nicht genug drüber sprechen. Auch vielleicht so aus Sicht eines Werbers, ne? Welche Anzeige lohnt sich, wo sollte ich inserieren, sollte ich überhaupt inserieren, mache ich heute alles über Facebook oder mache ich es immer noch auf klassischem Wege? Und ich glaube auch so ein Einblick, um mal so in den Praxisalltag und in die Verwaltung einer Praxis zu kommen, würde ich mir mal vielleicht eine Praxismanagerin oder einen Praxismanager, die ja heutzutage in vielen Praxen auch schon Teil des Teams sind. Mhm. Früher hätte man gesagt, ein Manager für die Praxis, was soll der Quatsch? Mhm. Das sind heute Unternehmen. Und wenn ich 4, 5, 6 Partner habe und 10 Angestellte, ja, dann habe ich so viel Verwaltungsarbeit, dass es durchaus Sinn macht, eine Praxismanagerin oder einen Praxismanager zu beschäftigen. Und da fahren mir zumindest 1, 2 ein, die, glaube ich, da auch Spaß dran hätten, ihre Erfahrung weiterzugeben. Okay, das ist toll. Ich werde die mal fragen und dann
Also nehmen wir den Namen oder den Link später noch mit rein, wenn du den gegeben hast, aber auf jeden Fall werden wenn wir ich das nur geklärt habe, ich würde gerne einmal vorher fragen, natürlich, dass ich absolut. Das überfahre, ja. Und dann, ja. Klasse, sehr schön. Ja, gerade zum Thema, Entwicklung, Praxis, Marke, auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung haben wir gerade zwei Zusagen bekommen oder habe ich gerade zwei Zusagen bekommen von Menschen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen. Freue ich mich sehr drüber. Das ist vielleicht eine kleine Ankündigung für die Zukunft, die wir auch die für den Podcast zugesagt haben. Das wird aber an späterer Stelle nochmal kommen. Björn, ganz vielen Dank für das Interview. Wir haben 20 nach 7, also fast halb 8. Freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, an so einem, nach einem langen Arbeitstag hier uns und auch den Zuhörern, Zuschauern noch zur Verfügung zu stehen. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und eine Bitte zum Schluss immer noch. Es ist ganz wichtig für uns, dass Sie uns bewerten, also den Podcast bewerten bei YouTube oder iTunes. Denn so können wir erstmal in Zukunft sehen, was wir noch besser machen können. Also durchaus auch kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, kann ich wirklich nur sagen, über jeden. Und vor allen Dingen hilft das dann auch, interessante Podcast-Gäste weiter hier in diesen Podcast zu holen, damit wir Ihnen möglichst viele Informationen und möglichst viel Inhalt auch bieten können. Also, das zum Schluss nochmal. Vielen Dank und schönen Abend zusammen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Am Ende dieses Podcasts habe ich ja noch versprochen, für alle die, die jetzt noch dabei sind, wollen wir noch ein besonderes Angebot machen. Wenn Sie jetzt oder in Zukunft über eine Niederlassung nachdenken, in eine Praxis einsteigen wollen, sich beteiligen wollen oder einfach nur ein eigenes Vorhaben planen, dann tragen Sie sich doch auf unserer Seite businessdoc.online für das Newsletter ein. Denn mit dem Hinweis Businessdoc Podcast erhalten Sie dann eine Erstberatung für Ihr Vorhaben geschenkt. Aber wir setzen noch einen drauf. Wir schenken Ihnen einen Rabattgutschein von 500 Euro bei einer späteren Projektbegleitung Ihres Projektes durch uns. Alle weiteren Infos können wir auch gerne noch persönlich besprechen. Ich freue mich sehr auf Ihre Nachrichten. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal beim Business Doc Podcast Arzt als Unternehmer.